Safely move across the rooftop undetected. Stay off the ground. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht.
Coming in with you! Thank you.
here, cell block B. Suppose B2 gotta be in here somewhere. Verflucht! Hört es denn nie auf? Hast du mal Zitronenkaffee versucht? Er wirkt Wunder, hat mir meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronenkaffee, ja. Glaubst du wirklich, dass das hilft? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen ist? Jetzt hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung. Die verarschen. Mit dem Betron, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee. Das sagt sie. Schreibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass du das bist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut. Der Schimmel, der kann sich da total schnell und tierisch weit verbreiten. Und du denkst, sie haben keine Schuld daran? Wirklich? Weißt du was? Körperliche Ertüchtigung. Jeden Tag in frischer Luft mindestens eine halbe Stunde. Das ist, was unsere Vorgesetzten machen. Und schau sie dir doch an, die sind alle kerngesund. Oder hast du die mal husten können? Jetzt hör mir mal zu. Sei doch nicht so blauäugig. Seit 10 Jahren schaue ich mir das schon an. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Wohnung, überall der gleiche Beton. Und das wird immer vertuscht. Das ist deren Schuld. Zieh dich doch selber an. Das ist doch alles Blödsinn. Wissenschaftler haben den Beton. Hört das denn nie auf? Hast du mal Zitronenkaffee versucht? Here I was, getting ready for the eternal nap, and this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here.
kill every damn Nazi that gets in our way. Hey! Careful with that door! Open. You may be a way out. Good. Now climb into the vent shaft. Blaskowitz, we are getting the fuck out of here now. It looks like a two-man lock. We have to hit these two buttons at the same time. On my mark, hit that button there. Ready? 3, 2, 1, mark! Shite!